Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Und da unsere lieben beiden, Melissa und Volker, gerade schlafen, möchte ich euch was zeigen. Wie ihr hier sehen könnt, das zukünftige Kinderzimmer ist leer, bis auf diesen Draht zur Hölle. Den hätte ich auch noch runterpacken können, egal. Ja, ich habe ja gesagt, ich überlege anzubauen, damit wir auch unsere Zauberutensilien nutzen können. Und wie man vielleicht von außen ein bisschen sieht, da ist ja der Spielplatz hingekommen, deswegen ging es da nicht mehr, haben wir hier so eine kleine Ecke. Aber ich zeige euch das mal ganz kurz von innen. Wir haben hier unseren Bereich, wir haben ja hier diese schöne Couch, wo man sich hinsetzen kann. Ich dachte, irgendwie fehlt hier ein Bücherregal. Das ist ein mysteriöses Bücherregal. Ich hoffe, es funktioniert so. Ich habe das noch nie benutzt beim Bauen. Ich habe nämlich hinten dran die Wand gelassen. Ich weiß nicht, ob man die Wand dann abrupfen muss oder was, wie das dann funktioniert. Wir werden es ja merken. Und hinten dran könnt ihr ja sehen, gehen wir mal kurz hoch, haben wir jetzt unser geheimes Zauberkämmerlein. Also mit dem Zutatentopf vom Volker, Zutatentopf von Melissa, Volker sein Zauberbuch. Melissas Zauberbuch ist irgendwie abhanden gekommen, müssen wir uns neu kaufen. Und ich habe auch schon mal ein paar Regale mit ein paar Utensilien hingestellt, wo sie was von haben. Und diese schöne Feenlampe da aufgehängt. Ich denke mal so ein bisschen im Kellerlook, so abgeschieden, das ist ja so ein Geheimkämmerchen. Ist ganz gut geworden, denke ich mal. Ich hoffe jetzt nur, dass wir es dann auch benutzen können. Wenn nicht, muss ich halt mit dem Cheat nochmal rein, muss die Wand weghauen oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber das wollte ich euch kurz zeigen, weil wir sind ja schwanger und dass wir zaubern können, das muss ja auch nicht gleich jeder in der Nachbarschaft mitkriegen, dachte ich mir. Und deswegen habe ich das auf die Art gelöst. Jo, was war sonst noch los in der letzten Folge? Ich mach mal die Zeit an. Melissa hat Volker mitgeteilt, dass sie schwanger ist. Volker hat schon mal Kontakt mit dem Bauch aufgenommen. Oder besser gesagt, nicht mit ihrem Bauch, sondern dem Wesen da drin. Melissa hat sich einen leckeren Käsekuchen gebacken, hat mit der Isabella noch mal ein bisschen Kontakte geknüpft. Volker war arbeiten, kam wieder, wurde direkt wieder an die Werkbank gestellt, obwohl es ihm bescheiden ging. Ja, und ja, das war es im Prinzip. Ach ja, und wir haben Melissa noch dieses schicke Teleskop gekauft. Und ja, genau, so ist das. So, wie viel Uhr haben wir denn da? 3 Uhr irgendwas. Na kommt, ihr könnt ausschlafen. Ich spule mal weiter. Ah, Volker verliert Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Ja, das ist tragisch, ehrlich. Nee. Ja, wir haben nur noch diesen einen Herbsttag. Wenn ich das soweit richtig im Kopf habe. Und ja, das heißt für mich, Volker muss heute noch mal an die Werkbank. Ganz, ganz dringend. So, du ziehst dir mal ab, gehst benutzen und kannst dir die Hände waschen. Und Volker geht's, glaube ich, gerade ganz gut. Dann tust du hier... Nee, nicht verschrotten. Nein, nein, nein. Weiterbauen. Ach Gott, jetzt wollte ich das Ding verschrotten. Nee, ihm geht's gut. Er kann direkt an die Arbeit gehen. Ich hoffe, wir kriegen diesen silbernen Talentorden noch, damit wir dann endlich neue Sachen bauen können. Ja, und ansonsten, jo, so großartig familiäre Wünsche haben sie beide immer noch nicht. Also wir haben ja jetzt die Nebenlaufbahn Familie, aber irgendwie merke ich da noch nicht so viel von. Sie hat viele Wünsche mit Kochen und Leuten irgendwas machen, keine Ahnung, aber ja. Mal sehen, vielleicht tun wir den Draht zur Hölle auch noch runter oder zumindest wieder ins Inventar packen, bis wir brauchen. Ich weiß es nicht. Ah, da ist ein Hydro-Robot gemacht worden. Warte mal kurz. Meine Süße, gießt doch das Ding dann auch und dann kannst du hier gerade weitermachen. 7 Millionen ernten und gießen. Ja. Und du kannst das Ding verkaufen und dann, ja, müssen wir mal warten, was du dann machst. P. Aha, aha, doch einfach P und gut ist. Und dann bitte wieder einen fertigen, mach einen Putzrobo, ist mir jetzt pieps egal, was du hier baust, Hauptsache du baust und bekommst endlich den neuen Talentorden. Ja, das ist halt leider so. Und dann müssen wir uns natürlich, aber das können wir auch immer so zwischendurch mal, um die
Elftmal mal. Nee, nicht trinken. Nee. Reste nehmen. Hier hast du noch was. Um die Hexenkünste wieder kümmern. Das heißt, Melissa muss unbedingt Phoebe treffen, damit sie sich nochmal so ein neues Ding kaufen kann. Boah, unser Inventar ist doch reichlich gut gefüllt. Auf was hast du denn heute Hunger? Wie wär's mal mit einem Omelett zum Frühstück, hm? Für einen Samstag finde ich das doch ganz passend. Und wir wollten ja eventuell auch noch eine Party hier veranstalten, so eine Art Babyparty. Ja, sollte ich dann auch am besten für den Tag planen. Und ja, setz dich hin, iss mal. Guten Appetit, meine Kleine. Lass es dir schmecken. Ich gucke, was Volker da baut. Ja, ich muss noch ein bisschen hochgehen, so. Ja, das habe ich halt, wie gesagt, jetzt noch schnell vor der Aufnahme gemacht, dieses kleine Zimmerchen angebaut. Ich will natürlich dann auch nachher mal schauen, ob sie denn da auch... ob sie denn da auch rein können. Das ist natürlich das, was interessiert, weil wenn es da nicht funktioniert, bringt mir das auch nicht viel. Zeig mal deinen Bauch. Ja, toller Bauch. Super, kannst du gleich weiter essen. Stopf noch mehr rein. Ach so, du warst eigentlich satt. Nee, ist egal. Darfst ruhig aufessen. Im Moment ist das egal, ob du dick wirst oder nicht. Wirst du ja sowieso. Wir müssen es halt hinterher dann nur wieder abtrainieren, ne? Aber das sollte eigentlich für Melissa jetzt auch kein großes Thema mehr sein. So, dann pack die Reste wieder weg, spül das mal ab. Was können wir denn sonst noch mit dir machen? Musst du irgendwas putzen? Hm, glaube eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch trainieren könnte. Können wir ja gleich mal ausprobieren, ob sie noch aufs Fahrrad passt. Nee, hier ist nichts dreckig. Gut. Sehr schön, wenn nichts dreckig ist, ist immer gut. So, hier kannst du mal was säubern, da kannst du mal was säubern. Mach dich mal im Haushalt nützlich. Genau, so. Und ich wollte gucken, ob du noch trainieren kannst. Ich glaube aber jetzt nicht mehr, oder? Doch, sie könnte immer noch. Okay, dann machen wir das auch. Dann kriegst du das Fahrrad wieder dahingestellt. Hier war es ja, glaube ich. Und dann kannst du da direkt mal ein bisschen trainieren gehen. Das ist auch in Ordnung. Kannst ja vorher noch ein bisschen Fernseher anschalten, wenn du willst. Dann tu mal Fernseher anmachen. Und keine Ahnung. Ja, ja, ich will ja nur, dass du was dabei gucken kannst. Jo, mach mal Fernseher an. Schalte mal um auf Sportkanal. Hier, da. Und dann gehst du hier trainieren. Zack. Genau, dann kannst dich da draufsetzen, kannst beim Trainieren ein bisschen Sport gucken. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja, so macht das Ganze auch mehr Spaß. Und du baust und machst und tust. Oh, noch geht's ihm gut. Also ich bin begeistert. Du bist du schon wieder fertig, Tatsache. Er hat schon wieder was gebaut und das verkaufen wir wieder. Und dann machst du noch eine Sache und dann darfst du auch erstmal... Oh, Moment, Moment, Moment. Halt, stopp. Putzrobo gebaut. Okay, das habe ich gelesen. Aber ich sehe gerade was. Schaut mal. Er muss den Talentorden gekriegt haben, ohne dass es angezeigt wird. Wir können bauen einen Wachrobo und einen Mampfrobo. Was ist bitte da der Unterschied zwischen einem Wachrobo und einem Mampfrobo? Wir können mehr Sachen bauen. Wir bauen zuerst den Wachrobo. Ich will den Wachrobo sehen. Ich habe keine Ahnung, was ein Wachrobo und ein Mampfrobo sind. Na, egal. Oder kommt jetzt dann... Oh, hier. Der lange Arm des Gesetzes ist nicht immer lang genug. Aber du verstehst es, selbst für deinen Schutz zu sorgen. Mit dem neuen fliegenden Schutzroboter ist die Selbstjustiz stets zum Greifen nahe. Schütze dein Haus, dein Auto und alles, was dir sonst noch lieb und teuer ist. Hinweis. Dieser mechanische Held wird ohne Umhang geliefert. Okay. Ja, da haben wir so eine Art fliegende Drohne. Ist ja auch cool, oder? Die nehmen wir mal in der Farbe. Mach das mal. Ja, aber es wurde nicht angezeigt, dass er den Orden gekriegt hat. Er möchte jetzt den goldenen Talentorden. Ist ja klar, den pinnen wir ihm auch wieder an. Aber er hat ihn gekriegt, auch wenn es hier nicht als Meldung kam. Das verwirrt mich ein bisschen, aber ist ja egal, ist ja egal. Er baut und es hat sich gelohnt, das noch im Herbst zu machen. Ihr seht es. So, und du bist am Schwitzen. Ja, da müssen wir aufpassen, dass du mir nicht gleich vom Dings fällst. Aber ich finde es toll. Muss ich gestehen, dass man hier sogar in der Schwangerschaft noch ein bisschen was für die Fitness tun kann, ne? Da boxen sie sich im Fernsehen und Melissa
strampelt ganz fleißig. Ja, gell? Aber ich glaube, das reicht dann auch. Ich will ja nicht, dass dir was passiert. So, kannst du hier mal wieder ausmachen? Ja, du hast was für deine Fitness getan. Genau. Und ich stelle das Ding wieder zurück. Komm her. Ich meine, der Balkon ist ja hier eine super Abstellfläche, wenn man es auch sonst nicht mehr benutzen kann. Aber das macht ja nichts. So, und dann sei mal so gut und zieh dir mal was an. Das wäre schon schön. Was will sie denn jetzt? Über Hobbys reden. Isabelle besuchen. Ach gut. Und mit Rosalinde besuchen möchte sie auch. Und mit Isabelle eng anfreunden. Wir haben Samstag. Ja, Isabelle besuchen. Könnte man doch eigentlich machen. Ah, dann gucken wir mal. Während er da noch am Bauen ist, wo wohnt jetzt nochmal Isabelle? Ich glaube nicht hier. Nee, die sind, glaube ich, eins tiefer. Balduin, genau. Sophia bitten rauszukommen, Isabelle bitten rauszukommen und Benjamin, ach nö, die sind wahrscheinlich noch am Schlafen oder sonst was am Machen. Na gut, was könnte man denn dann mit dir machen, Mädel? Kannst dich auch erstmal abkühlen, hä? Wie wäre es denn, wenn du mal was trinkst? Tu dir mal ein Getränk holen, damit die nicht mehr so heiß ist. Dann machen wir das später. Ja, ist besser so. Und es gibt schon wieder eine neue Zeitung. Wo ist denn eigentlich unsere alte? Ach, da liegt sie. Hallo, du? Bist du eingeschaltet oder habe ich dich wieder ausgemacht? Oh, ich habe ihn wieder ausgemacht. Das ist natürlich nicht so gut. Sollten wir ihn auch einschalten, damit er was tun kann? Ja, der Apparat. Ach so, ja, und dann wollte ich ja noch gucken. Am Wochenende veranstalte ich ein kleines Apartment-Treffen. Warum kommst du nicht vorbei und lernst die Nachbarn kennen? Ja... Ich habe gerade gegessen. Ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Hunger. Aber vielleicht sind ja ein paar Leute unten und wir können mit denen ein bisschen quasseln. Was sagt der? Ja, ich will gucken, wie er die Zeitung aufsaugt. Oh, das ist immer so lustig. Mampf, Mampf, Mampf. Wie, du willst schon wieder aufs Fahrrad? Du bist doch nicht mehr ganz Knuspermädel. Sport ist schön und gut, aber man muss es nicht übertreiben. Nicht, dass dir was passiert. Tu lieber hier mal ernten und gießen und so. Und dann schauen wir mal nach unten, was so los ist. Ah, da laufen sie schon alle rum. Ich will jetzt mal gucken, kann man hier mit der Tür was machen? Nein. Lernen, Buch schreiben, Buch lesen. Ah, mal kochen, Leben hin, Verhalten im Brandfall, nicht ausrasten. Ja, Buch lesen, Mystery, die. Da kommt auch nichts. Ein Tagebuch schreiben. Nee, das musst du auch nicht machen. Okay, ich glaube, das mache ich dann im nächsten, vor dem nächsten Part. Ich muss diese Wand dahinter vielleicht doch wegmachen. Das ist, ja. Oh, und es fängt an zu schneien. Ja gut, das ist Herbst. Ja, stimmt, ja. Wo sind denn die jetzt alle hin verschwunden? Wo hast denn du überhaupt was hingestellt? Gibt es hier irgendwo was zu futtern? Er hat eine Zeitung mitgebracht. Da sind die Tische, also die Stühle. Ah, hier unten. Ja klar, logisch. Und wo sind die jetzt alle hin? Sind die jetzt alle schon wieder hochgegangen? Oh, blöd. Weil sie kann ja nicht mehr in den Whirlpool. Das geht nicht mehr. Okay. Ja gut, lassen wir einfach mal die Zeit laufen. Sie kann ja mal machen, was sie will. Oder? Warte mal, ich sehe gerade, du müsstest eigentlich auf Toilette. Zähneputzen ist ja schön und gut, aber eigentlich... Ja gut, putz ruhig die Zähne. Hast ja gerade gegessen, das ist brav. So, und er hat nämlich Hunger dann auch. Das heißt, er könnte sich unten was zu essen holen, wenn er das Ding da gebaut hat. Ich möchte natürlich, dass er dieses Teil da fertig baut. Ich will wissen, ob das klappt oder nicht, Mensch. So, du gehst dann mal benutzen und duschen. Wartet mal ganz kurz. Ich will jetzt mal was testen. Strömung C. Wie hatte ich das vorhin gemacht? Pfeil nach unten oder Pfeil nach oben? Ah, hier. Ich muss mir diese Sachen merken, wie das funktioniert. Der Cheat ist ja drinne. Ich mache den nochmal auf da. Und dann kurze Pause. Ich will ja in den Raum auch rein können. Das ist ja blöd, wenn ich in den Raum nicht rein kann. So, warte mal, zeig mal die Wand an. Vielleicht muss ich einfach nur die Wand
an dem Stück wegmachen, wo dieses Bücherregal ist. Baumodus, gib mal Wand her. Und das ginge dann von... Ja, das müsste dann rein theoretisch dieses Stück Wand sein. Dann ist aber hinten dran zu sehen, dass da... Oder muss ich eine Tür reinmachen? Das... Wartet mal. Ich mache erstmal eine Tür rein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Machen wir erstmal alles wieder rückgängig. So. Und setzen lieber erstmal eine Türe rein. Vielleicht reicht das ja schon. Auf die glorreiche Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Was ist das eigentlich? Nee. Eine Türe, eine Türe, eine Türe, eine Türe. Welche Türe nehme ich denn da um Himmels Willen? Ja, schon eine größere, oder? Dass da zwei Leute durchkommen. Ist das egal? Ich habe keine Ahnung, was ist das für eine Tür? Jo, die nehme ich jetzt einfach mal. Die ist größer, oder? Das funktioniert nicht. Schade. Türe reinsetzen bringt nichts. Okay. Wäre dann alternativ zu dem Bücherregal eine Idee gewesen? Okay, funktioniert nicht. Eine kleine Tür vielleicht? Irgendeine kleine? Einmal, vielleicht so eine stinknormale? Nee, das macht er auch nicht. Also, Türen kann ich hier reinsetzen, aber nicht da, wo das Bücherregal ist. Okay. Dann haben wir halt doch... Wir machen nochmal die Wand weg. Wie sieht denn das jetzt aus? Zeig ich mal. Ja, das sieht man aber doch dann total. Das ist doch blöd. Moment. Wenn ich jetzt hier draufklicke, gibt es immer noch Lernen, Buchschreiben, bla. Habe ich beim Bauen was falsch gemacht? Warte mal. Kann ich dieses Ding irgendwie, wenn ich das hier reinmache? Das ist doch auch blöd. Wie macht man denn das mit diesen mysteriösen Regalen? Ach, egal. Egal. Ich mache jetzt wieder mal alles rückgängig. Wo ist meine Wand? Such meine Wand. Mach mal meine Wand wieder hin. Macht er nicht. Okay. Ich muss erstmal die Wand wieder hinbauen. Jetzt habe ich die Wand abgerupft. Okay. Gib mir mal bitte die Wand wieder. Das geht so nicht. Ich will das nicht ohne Wand haben. So. Also. Dann machen wir erstmal wieder das Felsgestein da dran. Zack, zack. Vielleicht auch nur eine Wand wegmachen. Aber das ist halt auch blöd, ne? Halt, stopp, hier ist eine andere Tapete, das soll ja nicht auffallen. Zack. So. Okay, wenn da eine Ahnung hat von euch, ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Und wenn da von euch eine Ahnung hat, bitte mal mitteilen, das wäre echt nett. Weil es ist natürlich auch der Sinn der Sache, dass man das dann benutzen kann. Ich werde es nachher nochmal probieren, ob wir vielleicht nicht doch da irgendwie reinkommen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Muss ich ehrlich gestehen, ich habe das ewig nicht mehr gehabt. Ich weiß, in diesem einen Apartment, wo die Departos wohnen, also in dem anderen Luxusding, da gibt es auch so eine Wand mit Geheimtür, aber ich habe da selber nie gespielt, kenne mich da nicht aus und ja. So, du darfst tun und lassen, wozu du Lust hast, Mädel. Du könntest aber auch mal die Betten machen, das wäre ja auch mal eine Idee, ne? Also ich meine ja nur, du stehst die ganze Zeit da rum, während dein Mann eifrig am Schaffen ist und dem geht's schon wieder ganz mies. Oh, hallo du. Aber ich will halt diesen Herbsttag da nochmal. Oder hätte ich einfach nur... Moment, das ist natürlich auch eine Idee. Ja gut, nee. Komm mal her, Mädel. Kannst du mit den Sachen was machen? Nee, 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 nee. Wenn ich jetzt hier draufklicke. Die könnte einen Trank brauen. Oder Reagenzien herstellen. Was brauchen wir denn? Essenz des Licht, Molchaugen, mystischen Staub, Schlangenessenz. Ich glaube, du kannst mal ein paar Molchaugen machen. Ich will jetzt mal wissen, ob sie da reinkommt. Das interessiert mich einfach. Oder ob sie dann... Nee, das geht nicht. Also, hier hingegen geht auch nicht, oder? Lauf mal hier hin. Nee. Solange die Wand da ist, geht das nicht. Schade. Ach, Manu. Bist du bald mal mit dem Ding da fertig? Wie lange dauert denn das? Okay, ich will noch mal gucken, ob unten wer ist. Ah, er hat es. Jawohl. Zeig mal. Yeah, unser Schutzrobo. So sieht der also aus. Zeige mal. Boah, cooles Ding.
Und das macht Schutz vor irgendwas. Wir haben ja den Baumodus noch an. Das heißt, wir könnten, ja, nee, ich muss noch mal Zeit laufen lassen. Können wir jetzt das Ding nehmen? Zack. Und irgendwo hin tun. Wahrscheinlich am besten unten hin, weil das soll ja unser Haus beschützen, damit uns hier kein Einbrecher kommt. Fände ich ganz witzig, wenn wir das Ding hier so ein bisschen versteckelt. Sag mal, wie rum gehörst denn du? Ja, komm. Wir setzen den einfach mal dahin. So in der Hoffnung, da sieht ihn keiner. Und ja, dann schauen wir mal, ne? So, was möchtest du? Du hast Hunger und alles, ne? Jetzt will ich mal gucken, ob du durch die Tür da kommst. Ob ich irgendwas übersehen habe. Nee, auch nur lernen. Das ist immer das, was man immer lernt. Da ist nichts anderes dabei. Buch lesen geht auch nichts anderes. Ja, und Tagebuch schreiben. Also irgendwie fehlt hier noch was. Ich weiß es nicht. Gut, aber er hat Hunger. Dann sollte er doch vielleicht mal, kannst du zum Essen rufen? Ja, ruf doch mal alle zum Essen. Und dann setze dich da hin und futterst mal was. Das ist doch eine super Sache. Und sie kann ja auch mal mit runterkommen und kann sich einfach mal da hinsetzen. So. Finde ich auch eine super Sache. Was hast du denn da jetzt eigentlich gemacht? Weiß ich nicht. Oh, wir hätten vielleicht unseren Putzrobo wieder ausschalten sollen. Egal. Da liegt eine Zeitung. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Tische dahinstellen. Fände ich gar nicht so schlecht. Also gerade hier vor diesen Zweierdingern könnte man doch einen kleinen Tisch stellen. Na egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Hallo, und da ist Sophia. Guck mal. Oh, Kiki. Oder wer ist das wieder? Ja, Kiki ist auch da. Sophie, hallo, komm doch mal her. Warum sind die anderen denn alle nicht da? Egal. Wir essen jetzt erstmal. Guten Appetit. Sie hat ja gerade keinen Hunger oder willst du doch was essen? Ja, komm, dann ess halt. Ist doch egal. Lasst es euch schmecken, ihr zwei. Ne? Bon Appetit. Ja, und ich muss mal einen Blick auf meine Uhr werfen. Hilfe. Ich habe die Zeit ja wieder ganz vergessen. Oh ja, und ich glaube, ich bin schon längst wieder drüber. Aber egal, das macht nichts. Ich nehme ja auch direkt noch den nächsten Teil auf. Das heißt, ich mache hier Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn jetzt nicht so viel super Tolles passiert ist, hoffe ich, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß hattet. Und wie gesagt, wer sich da auskennt mit diesem geheimen Bücherwandregal, darf mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie ich das hinkriege, dass es dann auch funktioniert. Und wir in das Räumchen kommen, ansonsten überlege ich halt, dass ich das wegmache und dann einfach nur eine normale Tür hin, die wir absperren können vielleicht. Müssen wir mal schauen, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.